Guten Morgen und willkommen auf unserem Familienkanal. Heute sind wir auf dem Weg nach Marktbreit. Kenner wissen, wo wir hinfahren, nämlich zur Firma Igelhaut. 18 Wochen sind rum und somit sollte der Umbau unseres Sprinters zum Permanentallrad fertig sein. Und ihr könnt live dabei sein. Heute ein paar Details nach 300 Kilometer Heimfahrt gestern noch. Igelhaut hat das Fahrzeug 11 cm höher gelegt, hinten mit den üblichen Klötzen, die Igelhaut da gebaut hat, vorne mit dem Hilfsrahmen von Igelhaut. Es sind 215,85er Reifen auf den originalen Stahlfelgen verbaut. Dadurch erhöht sich auch nochmal ein bisschen die Bodenfreiheit, weil die Räder ja im Durchmesser größer sind als die Originalräder. Es sind drei Sperren verbaut: Mitteldifferential, Hinterachssperre, Vorderachssperre. Die Mitteldifferentialsperre ist elektrisch gesteuert. Die Hinterachssperre ist unterdruckgesteuert und die Vorderradsperre ist über den Servokreislauf der Lenkung gesteuert. So haben wir das gestern noch kommuniziert mit Igelhaut. Fahrzeug hat jetzt eine Gesamthöhe von 3,13 Meter und wir hatten einen Durchschnittsverbrauch gestern, also ist ja begrenzt immer noch, auf 85 bei 11,7 Liter. Also unrelevanter Mehrverbrauch, ich glaube von 0,5 Liter bei gleichbleibender Fahrt auf der Autobahn. Also sagen wir unwesentlich bei den 11 cm, die wir jetzt höher sind, und da einmal den ganzen Verwirbelung, die wir runter haben können mit dem Auto. Das war dann aber 180 Liter dann verbaut. Da ist es so, wir hatten das im Vornherein bei der Bestellung schon gemacht, so ein Zusatzmodul von Mercedes, dass die Tankanzeige angeglichen werden kann. Igelhaut kann das trotzdem nachrüsten, ist ja Originalzubehör bei Mercedes. Das Einzige, was mich gestern noch gestört hat bei der Fahrt, ist, der Tank war voll, 180 Liter. Und die Restreichweite, die schwankte immer zwischen 540 und 591 Kilometern. Muss ich mit Igelhaut mal reden, wie sich das, ob sich das einregelt, nachdem der Tank einmal leer ist, ob das also sich selber anlernt, zum Beispiel das Modul, oder ob der da noch diese neue Tankgröße, ob die noch in das Modul eingespielt werden muss. Von Mercedes oder so. Also der rechnet jetzt immer noch mit dem Original-Tank, der drin war. Wir hatten einen kleinen Tank extra genommen, weil der ja sowieso ausgeflogen ist. So, das sind 62 oder 65 Liter. Mit dem rechnet der Computer noch. Kann sein, dass sich das anpasst, wenn wir einmal den Tank leer gefahren haben. Dass dann die Restreichweite beim nächsten Mal tanken richtig mitgezeigt wird. Ansonsten bei der Nachhausefahrt. Keine Besonderheiten, nichts Auffälliges, muss man nur sagen. Keine höhere Geräuschbelastung oder sonst was. Also zufriedenstellend. Jetzt noch ein paar Maß. Ich wollte einfach auch mal
wissen, wie viel Bodenfreiheit jetzt wir unter den Schwellern haben nach der Höherlegung. Es ist schon sehr eklatant, muss ich mal sagen. Also es sind bis zur Schwellerkante sind es 48 cm. Ja, gut, das Getriebe hängt noch ein bisschen tiefer, aber ich sag mal so, an der Seite haben wir jetzt 48 cm. Ich bin 1,89 groß und kann gerade so reingehen. Ja, ansonsten am Fahrverhalten hat sich nichts geändert, fährt sich nach wie vor wie ein Pkw. Und wie gesagt, der Dieselverbrauch hat sich nicht eklatant erhöht. Zu drinnen, ich mach mal auf, damit wir schreiben können. Igelhaut hat natürlich dann die Scheinwerferanstellung eingepasst von den LED-Scheinwerfern. Also Hebel für das Mitteldifferential ist es jetzt Zwangsallrad drunter. Wir haben jetzt die Wahlstellung High, Null and Low. Ganz normal, wie ich das auch aus meinen Toyotas kenne, ja, im Stillstand zu bewegen, bei Automatikgetriebe. Das muss in Parkstellung sein, sonst gibt es Geräusche im Getriebe. Wenn es halt ein bisschen schwerer geht, ein bisschen anrollen lassen, damit der ausrutscht. Also ist auch, sage ich mal, besser. Sehr schön gelöst, dass er jetzt so nach vorne abgeknickt ist, der Hebel mit den Drehsitzen. Also ich habe keine Behinderung, gar nichts. Liegt flach an der Erde. Also keine funktionale Störung, sage ich mal, im Gegensatz. Also wir hatten im Vorfeld das Schalterpanel bestellt, wo die drei Sperren drauf liegen. In der Reihenfolge, wie man sie nutzen soll. Mitteldifferentialsperre, Hinterachssperre, Vorderachssperre. Sind nur nutzbar in der Untersetzung. Also im normalen Betrieb kann man die nicht schalten. Auflage von Mercedes gewesen. Nur wenn wir also in Untersetzungsbetrieb gehen, können wir die Differentialsperren nutzen. Ansonsten können wir noch ein Bild zeigen von dem 180 Liter Tank. Aus verständlichen Gründen hatte Igelhaut gebeten, nicht alle Details zu zeigen von dem Umbau. Das ist natürlich ganz legitim. Der Tank wird ja aus dem, also aus Zubehör von der Firma, die bieten den an, der hier verbaut wird, und da können wir mal eine kurze Aufnahme machen von dem Umbau an sich, wie das gestaltet ist mit der Getriebeaufhängung und wie das alles verteilt wird unten. Da sollten wir davon absehen. Und da wir noch ein bisschen mehr mit Igelhaut machen wollen, halten wir uns da natürlich auch dran. So, dann gucken wir mal drunter. Nochmal also zu dem Vorderachskörper, den Igelhaut verbaut. Dort werden alle oder die meisten Originalkomponenten übernommen, die wir mit anliefern. Also Stoßdämpfer, Achsschenkel, Lenkung zum Beispiel, alles andere. Das ist dann Igelhaut vorbehalten, was sie da einbauen. Wir gucken einfach nur mal den Tank. Also es ist schon phänomenal, was unter das Auto passt. Ja. Also hier seht ihr 180 Liter Alutank. Sitzt hier so unterm Auto drunter. Sieht man auch nicht von außen. Ist noch so verdeckt, dass man, wenn man vom Schweller guckt. Also, das ist schon genial. Ansonsten sind auch Unterfahrschütze drunter gebaut. Und die Original-Unterfahrstellen hinten, weil wir so hoch sind, das ist ohne Auflage vom TÜV. Ja, ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Wir haben es gestern auch schon getestet. An unserer kleinen Verschränkungsstelle können wir mal ein Video hinten anhängen. Da
macht sich der Unterschied schon bemerkbar. Sind sie mal mit dem Heckantrieb immer hängen geblieben? Hatte durchgedreht, weil das Fahrzeug hätte ja nicht große Verschränkung. Jetzt mit dem Allradantrieb ohne Sperren sind wir da schon über diesen kleinen Hügel, sag ich mal, drüber gekommen. Dank des Allrads und wir vorne zwei Räder, sag ich mal, hatten die Grippe. Okay. Fällt immer was an? Ja. Das war es im Großen und Ganzen. Sieht schon sehr martialisch aus, so wie ich das mal sagen.